So, Leute, und willkommen zurück zu Let's Test Guild Wars 2. Ihr seht, ich mache hier mal so ein bisschen kleinen Rush, sag ich mal. Ich nehme mal wieder auf, rendere das Ganze, lade jetzt direkt hoch und nehme wieder genau das nächste direkt im Anschluss wieder auf. Ich mache die Musik nochmal ein bisschen lauter, damit man davon noch ein bisschen mehr sieht. Beziehungsweise, man sieht die Musik hier ja nicht. Ihr seht die Wetterlage, beziehungsweise der Nebel und der Himmel hat sich wieder ein bisschen verändert. Also doch, das ist schon alles dynamisch. Es sind jetzt wieder so 40 Minuten vergangen oder so circa. Und Blub hat mittlerweile auch Guild Wars 2 erhalten. Er downloadet es sich gleich. Deswegen bin ich die ganze Zeit noch mit ihm am Schreiben. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal kurz hier aus dem Spiel gehe. Das Gute an Guild Wars 2 ist, oder allgemeiner Guild Wars, das soll ich nicht runterfallen. Dass wenn man quasi auf dem Desktop wechselt oder sonst was, die Musik läuft weiter, das Spiel läuft weiter, nichts bleibt stehen, ich komme nicht in Pausebildschirm, also in sowas hier oder so. Es läuft ganz normal weiter. So kann ich auch die ganze Zeit immer schreiben und alles Mögliche, ist alles kein Ding. Und außerdem, ich kann R drücken und die gute Dame läuft automatisch. Ist alles ganz praktisch. Wir wollten jetzt aber mal zumindest in die große Halle schauen und uns diese. Oh, was macht der denn da? Und uns mal ein bisschen umschauen. Gibt doch schön viele Kaninchen. Ist doch alles supi hier. Und, ja, ich habe jetzt bisher. Warte mal. Ne, ich dachte gerade schon. Ich habe jetzt noch nicht weitergespielt oder so, wie gesagt. Ich versuche mal zu rendern und dann nach dem Rendern direkt weiterzuspielen. Beim Rendern zu spielen ist schwer, da hätte ich wahrscheinlich nur die Hälfte der Frames oder so. Obwohl es beim Rendern gut läuft, das Spiel. Das ist nicht so, dass es automatisch schlechter läuft. Also es läuft natürlich schlechter, aber es läuft nicht so schlecht wie andere Spiele. Komischerweise. Obwohl es hier viel mehr Content gibt, sag ich mal. Viel mehr Impact. Einen größeren Impact gibt. Aber trotzdem finde ich das ganz gut. Ich werde aber trotz alledem nicht rendern und aufnehmen gleichzeitig. Während der Zeit werde ich einfach Videos gucken und so weiter. Und ja, ich brauche jetzt auch nicht alles zu sehen. Ich will auch jetzt noch mal ganz kurz vorwegnehmen oder beziehungsweise sagen, dass ich natürlich nicht alles zeigen kann. Man kann jetzt zum Beispiel auch das erste Mal in die Stadt Löwenstein, Lion's Arch. Die gibt's in Teil 1 schon. Die ist eine der Hauptstädte, die man also so die zweitwichtigste Stadt eigentlich in ganz Guild Wars 1 mit den Erweiterungen und so. In die kann man jetzt rein. Die hat sich deutlich verändert und die sieht wirklich geil aus. Ich werde versuchen, in diesem Let's Test dann noch hinzugelangen oder versuchen, wenigstens in einem Review dahin zu gelangen. Kann es aber nicht versprechen. Genauso wie mit der Char-Gegend, die werde ich euch kaum zeigen können. So wie die schwarze Zitadelle und so weiter. Ich werde euch jetzt einfach mal den Norn zeigen. Und falls es dann nochmal ein weiteres Beta-Event geben sollte, werde ich dann zum Beispiel mal mehr auf die Char eingehen oder mehr auf den Azura, falls es den ergeben sollte oder sonst was. Also betrachtet das als Norn-Test und nicht als allgemeiner Test oder allgemeiner Test mit Norn dazu. So, hier gibt es ganz viele Händler. Bieten die alle was anderes an? Würde mich ja schon interessieren, weil es sind alles nur normale Möchtet Kaufmänner. ihr etwas kaufen? Geburtstagskuchen erhöht die die Gesundheit. Ja, verkaufen die alle sowas? Hey, geil. Verkaufen alle was anderes. Aber egal, hier auf der anderen Seite, da gibt es viele, viele von diesen Stationen. Dann gehen wir mal auf die andere Seite und gucken uns das da mal an. Aber ich muss sagen, mittlerweile läuft es ganz gut. Die Framerate ist immer noch nicht großartig besser geworden. Ich werde mal ganz kurz schauen. Ich kann ja mal ganz kurz, wenn man die Reflexion wohl ein bisschen runterstellt, solle das wohl gehen, aber jetzt habe ich irgendwie. Okay, nochmal kurz einen Moment. Ich werde mal kurz Guild Wars beenden müssen. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Reflexion mal runtergestellt. Ich hoffe mal, also es soll wohl angeblich dann ein bisschen besser funktionieren mit der Framerate. Einfach mal testen jetzt. Und so, hier haben wir schon Meisterkonstrukteur.
Konstrukteure sind immer gefragt. Die Fertigung magischer Gegenstände darf höchster Konzentration und Geduld. Bitte bildet mich zum Konstrukteur aus. Oder Konstrukteurin. Ich brauche Konstrukteurbedarf. Ja, bildet mich mal aus. Ihr seid jetzt Konstrukteurin. Ah, das geht aber reichlich. Richtig einfach. So, und warte mal, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Handwerk, Konstrukteure. Okay. Ich glaube, ich kann mit einem Konstrukteur, wenn ich Konstrukteur bin, kann ich diese Sachen herstellen. Kann das sein? Und dafür brauche ich diese Zutaten und ein Ergebnis und Zutaten. Okay, und hier steht eine 1 dahinter. Und wir haben 3 grüne Holzblöcke und 2 brauchen wir. Also können wir das wahrscheinlich machen. Okay, interessant. Konstrukteursstation. Ah, okay, hier beginnt das Crafting. Produktion. Können wir einmal Sachen entdecken, oder wie? Entdeckung, Produktion. Herstellen. Ja, stellen wir mal eine grüne Holzplanke her. Okay, das hat uns jetzt Novizenkonstrukteure, das hat uns jetzt Konstrukteurpunkte gegeben, Konstrukteurerfahrung und normale Erfahrung, glaube ich auch. Und damit können wir jetzt einen grünen Holzdübel herstellen. Machen wir auch nochmal ganz kurz. Ne, normale Erfahrungspunkte bringt das gar nichts. Und jetzt haben wir einen grünen Holzdübel. Was können wir mit dem denn machen? Den brauchen wir zum Beispiel für eine mächtige grüne Inschrift. Dafür brauchen wir aber noch Fiole mit schwachem Blut. Ah, okay. Ich kapiere das Crafting. Aber das gilt dann nur für den Konstrukteur, oder was? Schauen wir mal noch ein bisschen rum. Wir haben hier noch einen Schneidermeister. Bildet mich zur Schneiderin aus. Okay. Schneiderstation. Damit können wir jetzt Hosen machen und alles mögliche andere. Was dann aber zum Beispiel kein Holz benötigt. Mit Juteballen kann ich Jutetasche mit 8 Plätzen herstellen. Geil. Da schaue ich jetzt aber nochmal. Ne, warte. H. Konstrukteure und Schneidern. Heißt das dann, dass wir, ich gehe mal noch zu einem anderen Typen. Juwelierstation. Oder hier, ja doch, Juwelier. Bildet mich zur Juwelierin aus. Da ihr bereits 2 aktive Handwerksberufe habt, müsst ihr einen ablegen. Der Fortschritt geht nicht verloren, aber die Wiederaufnahme eines abgelegten Berufs kostet mehr als das Erlernen eines neuen. Ich kann also nur 2 Berufe gleichzeitig haben. Legen wir mal den Schneider ab. Und gucken mal, was wir mit dem Juwelier so herstellen können. Kupferrahmen. Kupferhaken, Kupferband, Kupferbarren. Okay. Hier Rüstungsmeister. Legen wir nochmal Juwelieren ab. Das ist scheißegal. Wie viel wir da jetzt verbrauchen oder sonst was. Wie viel Geld das kostet oder sonst wie. Ich will jetzt einfach mal hier ein bisschen rumgucken. Mächtiger Kettenbeinschutz. Handschuhe. Insignien. Das ist ziemlich ausgefallen, glaube ich. Bronzebarren. Hier kann man zum Beispiel diese Juteballen herstellen aus Juteresten. Okay, aber ich glaube, damit kann man schon noch einiges machen. Ich lasse das erstmal so ruhen. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Hier gibt es noch einen Waffenschmied. Ah, hier gibt es wieder nur diesen Karma-Tauschhändler, der aber nur so Schrott verkauft, finde ich. So, machen wir mal Rüstungsschmieden ablegen tun und Waffenschmiede, gucken wir da nochmal ganz kurz. Da können wir mächtige Bronzeaxten, Schilde, Großschwerter und so weiter herstellen.
Mit den einzelnen Gegenständen hier. Okay. Interessant. Mit diesem grünen Holzdübel kann ich Inschriften herstellen. Und diese Inschriften brauche ich für was? Herstellung von Waffen. Brauche ich das hier irgendwo? Nee. Mächtiger Speer braucht das auch nicht. Schwert braucht das nicht. Hammer braucht das nicht. Nein. So. Ach, wo brauche ich denn dieses Ding da? Ach, egal. Ich lasse das erstmal ruhen. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, damit das da wirklich gut funktioniert. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Kochtrainer. Ach, das sind dann wahrscheinlich nur so, wo man dann diese Gegenstände für braucht und dass man sich dann diese Zusatzitems, die dann irgendwie mehr Erfahrungspunkte bringen oder kurz erhöhte Vitalität oder sowas. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier kann man sich auch wieder nur sowas holen. Handwerksmaterial für einen Küchenmeister. Ja. Gut, das brauchen wir erstmal nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal an das Azura-Portal. Ich muss allerdings hier mal einen kurzen Cut machen. Wir sehen uns gleich jede Sekunde wieder. So, und da bin ich wieder. Oh, was ist das denn? Ein Biergarten. Sieht auch interessant aus. Aber wir wollen jetzt mal zum Azura-Portal. Da müssen wir in diese Richtung. Ich könnte natürlich auch die normale Quest jetzt hier weiterführen. Das mache ich jetzt aber gerade mal noch nicht. Ich will mir mal das Azura-Portal anschauen. Und mal gucken, wo uns das hinführen kann. Oder ob wir da überhaupt schon durch können. Kann auch sein, dass das irgendwie beschränkt ist auf, weiß ich nicht, dass man erst ab Level 10 oder sowas machen kann. Reisen. Löwenstein. Ach, ja. Habe ich gerade noch von gesprochen. Jetzt sind wir in Löwenstein. Wie geil. Meine Größe wächst beständig. So, ich habe mal hier ganz kurz die Aufnahme aufgegeben. Ihr seht jetzt gerade nichts. Ihr werdet aber gleich wieder was sehen. Denn ich will nicht, dass das Spiel wieder abstürzt. Vielleicht geht's ja so. Und er ist bei 100%. Komm schon. Komm schon, lade. Lass mich in Löwenstein. Okay. Und ich beginne wieder in 3, 2, 1. So, und da bin ich wieder. In-game in Löwenstein. Torknotenplatz. Torknotenpunktplatz. Ah, hier gibt's ganz viele Portale. Steht denn da immer wohin? Eisenlegion-Soldatin. Heinhüter, Waldläufer. Friedenstiften Officer. Okay, also ich könnte mir denken, hier steht ein Azura, der wird dann, ja, Azura-Portal nach Ratazum. Hier dann Azura-Portal des Heinz, der wird dann zu den Silvari führen. Hier dann ins Stargebiet, denke ich mal. Da können wir dann, ja, wir können ja noch einiges erreichen. Ich werde noch einiges aufnehmen. Geil. Hier dann zu Hörlbrack, wo wir herkommen. Und hier dann wahrscheinlich, ja, der Wache nach zu urteilen, nach Götterfels. Der Menschenhauptstadt. Prachtvolle Piazza. Ach, wie geil. Das ist eine Stadt, ey. Hier kennen sie sogar zum Teil wieder, ey. Ist das eine Stadt, ey. Heilige Scheiße. Ich zeig auch mal ganz kurz die ganze Map. Und das ist die komplette Map. Was ich sehr interessant finde. Ich glaube genau hier oben. Oder hier. Ich weiß nicht. Irgendwo hatte man so einen Punkt, wo man in Teil 1 nicht hin konnte. Irgendwo hier oben war das. Das stand aber dann irgendwie, das kann ich mal kurz hier irgendwie zeigen. Das müsste hier irgendwo stehen. So und so Level von bis hier genau. Level 15 bis 25 ist erforderlich oder empfohlen. Und das stand hier oben auch irgendwo. Da konnte man in Teil 1 nicht hin. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau. Vielleicht auch hier irgendwo.
Ist aber auch nicht ganz so... Das ist ziemlich egal jetzt gerade. Da konnte man nur in... Hier unten befleckte Küste war dann Asura-Gebiet. Und hier unten auch. Hier sehen wir jetzt aber auch schon einen Vulkan, der war vorher nicht da. Hier die Zittergipfel sind eigentlich bis hier unten gegangen, bis ganz hier unten. Ruinen von Ohr, die kamen von diesem Drachen da. Hier war eigentlich nochmal alles mit der Kristallwüste umgeben. Und dieser große Damm, dieser Flammenkamm oder was das ist, das war normalerweise auch noch nicht da. Hier war wohl so ein bisschen was zerstört. Hier ist die Heimat der Blutlegion, also der Char. Und... so, kurz zurückschreiben. Hier haben wir Götterfels, da werden wir auch noch hingehen. Gleich oder so. Ihr seht hier 1 bis Level 17, ja. Kanalebene, Löwenstein. Ich will mal ganz kurz gucken. Normalerweise war das so, dass Löwenstein den Eingang... Also Löwenstein war, glaube ich, am Anfang... In Teil 1 nur auf diesen mittleren Teil bezogen. Diesen rechten Teil, der war, glaube ich, damals gar nicht Löwenstein, sondern einfach nur Landschaft. Blutküstenbezirk. Ja, wir schauen uns jetzt einfach mal um. Statt die ganze Zeit auf die Karte zu gucken. Wir wollen was sehen. Ach, Löwenstein, das ist geil. Das sieht wirklich geil aus. Hier so ein riesiger Löwe. Wir sind Level 3. Und ich kann euch schon mal sagen, das sah hier vorher nicht so aus. Das sah ganz anders aus. Ha, wie cool. Mit so kleinen Schiffen. Die sehen jetzt nicht so berauschend aus, aber ich denke mal, die werden noch, schöner dargestellt werden, wenn man das richtig anstellt. Oh, ein Frosch. Also ein, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Hyliak oder so? Hylek oder so. Ich muss mal ganz kurz nochmal die Aufnahme beenden. Keine Sorge, es geht hier jede Sekunde weiter. So, und da bin ich wieder. Ich musste kurz einen Link verschicken. Und, ja. Ah, hier werde ich mich richtig wohlfühlen, ey. Das wird geil. Wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen durch die Stadt... bummeln laufen tun lassen können. Leider ruckelt es leider noch ein bisschen, aber na. Ich hoffe, das wird bis dahin behoben. Natürlich nehme ich gerade noch ein bisschen auf und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, dass das später noch ein bisschen besser funktioniert. Aber ich bin sehr überrascht, dass die Dateien ziemlich klein werden. Ich kann also ziemlich schnell hochladen und uploaden und alles mögliche. Hochladen und Uploaden ist das gleiche. Ich meine natürlich rendern und hochladen. So, aber ich gehe mal, glaube ich, jetzt in Richtung Weg des Rohlings. Wir wollen noch nach Götterfels. Komm, das schaffen wir noch. Nicht in dieser Folge, natürlich nicht. Aber so allgemein. Ich glaube, ich versuche mich jetzt in diesem Part nur noch auf Löwenstein zu beziehen, dass wir dann beim nächsten Part uns auf den Weg nach Götterfels bewegen und danach dann uns Götterfels wirklich angucken. Und so eine Grotte da unten. Sieht auch cool aus. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich muss sagen, da haben sie sich schon sehr viel Mühe gegeben, diese Stadt wirklich gut aussehen zu lassen. Hier gibt es eine Kanalisation. Interessant. Die Bilge entdeckt. Ah, und hier kann ich unter Wasser. Was gibt's denn hier unter Wasser? Nicht viel, ne? Aber hier sehen wir auch schon wieder, wir haben andere Fähigkeiten unter Wasser. Wir haben sogar schon Blitz freigeschaltet, das sehe ich jetzt erst. Was ich auch sehr cool finde, man kann, warte, ich gehe nochmal kurz aus dem Wasser. Wir wechseln mal ganz kurz zu Blitz. Schleudert eurem Gegner einen Bogen aus Elektrizität entgegen. Ah, okay. Wenn wir unter Wasser gehen, dann, das sind einfach so Kleinigkeiten, aber die gefallen mir. Direkt wechselt sich natürlich die ganze Skillbar hier. Und da kommt dann so ein Blubbern, sag ich mal. Und das sieht ziemlich cool aus, wie ich finde.
Gut, das war jetzt nicht mehr so ganz interessant wie gerade eben. Das sah gerade ein bisschen besser aus. Genau, dieses Blubbern mehr oder weniger. Das sieht ziemlich cool aus. Und unter Wasser hat man natürlich jetzt wieder... Wir haben jetzt einen Dreizack und wir haben wieder andere Waffen. Andere Fähigkeiten. Die aber alle irgendwie auch Sinn ergeben. Wir müssen nicht jederzeit auftauchen oder so. Wir können unter Wasser bleiben. Solange wir wollen. Und dann schaue ich jetzt einfach mal ein bisschen rum. Hier haben wir Krebse. Können wir wahrscheinlich zähmen oder so, wenn man ein Waldläufer wäre. Vielleicht zumindest. Damals gab es zumindest Krebse, die man zähmen konnte. Die waren aber ein bisschen größer. So, aber hier muss ich sagen, hier ruckelt es gerade schon ein bisschen sehr. Ah, entweder liegt das an den vielen Leuten, die hier rumliegen, oder weiß ich nicht. Gerade hier in Löwenstein ist natürlich viel los. Ich finde die Gebäude hier auch so geil. Das sieht alles wirklich sehr schön aus. Da kann man nicht meckern. Also, Löwenstein ist wirklich eine ziemlich geile Stadt. Ich bin mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Was für große Städte es sonst noch so gibt. Ich denke mal, großartig viele große Städte wird es nicht geben, aber ein paar schon. Bezwungener Spieler, wo ist der denn verreckt? Warum ist da jemand gestorben? Ah, komm, helfen wir dem kurz. Was ich auch sehr schön finde, die Leute hier in Guild Wars, die helfen sich untereinander sehr gerne. Man bekommt natürlich auch Erfahrungspunkte, wenn man jemandem hilft. Und ich weiß nicht, selbst wenn man einfach nur so sein Tier verliert, sein Tiergefährten verliert, dann, weiß ich nicht, selbst dann helfen einem die Leute. Er hatte schon einen schönen Smiley geschrieben. Ja, genau so will ich das nämlich sehen. Die Leute helfen sich hier untereinander und das finde ich sehr cool. So muss nämlich eine Community aufgebaut sein. Was haben wir denn hier? Ist das irgend so ein Adelshaus oder so? Sieht auch cool aus hier. Mehr Leute sollten feilschen lernen. Ich verstehe nicht, warum es hier so viele Handelsposten, Leute, gibt. Sind die so begehrt? Wir können ja mal einen Gegenstand verkaufen, zumindest versuchen. Und zwar... Greenwood Log. One Buyer, once 45. Wir haben aber nur einen. Also wir könnten jetzt... So, warte mal. Meet Highest Buyer. Match Lowest Seller. Wie soll ich das verstehen? Wir können unseren Gegenstand verkaufen und zwar entweder sofort für 5 Bronze oder später für 15 Bronze, glaube ich. Ich mach mal... Oder was ist das? Match Lowest Seller. Highest Buyer. Ich sell das einfach mal hier. Das Geld bekommen wir jetzt wahrscheinlich noch nicht, sondern erst später, wenn es wirklich verkauft wurde. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Oder vielleicht einer, der gesagt hat, ey, ich will das jetzt kaufen für so und so viel Gold. Da hat jetzt vielleicht auch einer, quasi, der bekommt jetzt vielleicht so eine Nachricht hier, also quasi in diesem Postfach. Es möchte dir jemand das und das verkaufen. Okay, es ging nicht. Doch, nee, jetzt ist es aber trotzdem weg. Habe ich das jetzt verkauft? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ja, die Bilder sehen ja auch ziemlich cool aus. Das linke Bild kenne ich hier. Das linke ist so eine Konzeptgrafik und hier das rechte kenne ich auch. Das ist auch so ein Hintergrundbild. Das hatte ich auch mal kurze Zeit. Sieht wirklich sehr geil aus. Die Legion ruft. Ach, das gefällt mir wirklich sehr gut hier. Blauer Moor. Das sieht eigentlich aus... Das sieht mehr aus wie, Nightfall statt wie Prophecies. Also der erste Guild Wars Teil war Prophecies. Und der dritte, mehr oder weniger, also die dritte Erweiterung... Ne, die zweite Erweiterung, das war Nightfall. Und das sieht jetzt mehr danach aus. Das war mehr so Wüstengebiet. Das sieht eigentlich eher mehr danach aus.
Oh, sieht sehr geil aus. Kann man mal nichts anderes sagen. Guck mich jetzt hier noch kurz ein bisschen um und dann machen wir uns mal auf den Weg nach... nach Dingens. Nach Götterfels. Denn auch die Stadt möchte ich mal hautnah erleben. Grüner Moor. Was gibt's denn hier alles für Moor-Typen? Würde aber interessieren. Okay, der... Ha, das ist cool. In Guild Wars 1 hatte man die Möglichkeit... Wir sind jetzt gerade am Strand. Und man hatte die Möglichkeit... Vielleicht sehen wir ihn von hier. Nee, nicht wirklich. Man hatte die Möglichkeit, zu diesem Leuchtturm zu gelangen. Das war nicht ganz einfach. Man musste... Oder war das... Ich weiß nicht, ob man nur hier lang konnte. Oder ob man hier ganz außen lang musste. Ich kann mir das jetzt gerade schlecht vorstellen. Auf jeden Fall musste man da ein bisschen drumherum laufen. Man musste so ein paar Abzweigungen nehmen. Und ich bewege mich da jetzt einfach mal hin und schaue mir diesen Leuchtturm mal an. Was ist man denn da? Ein Wellenreiter. Cool. Hier gibt es natürlich jetzt keine Gegner, weil es eine Stadt ist. Rotlachs. Erntearbeiter. Donnergarnele. Das sieht aber wirklich sehr geil aus. Selbst, dass sie unter Wasser so viel noch gebaut haben, finde ich einfach nur großartig. Sogar die Unterwasserwelt kann man entdecken. Sehr geil. Also es gibt natürlich auch Unterwasserstädte. Das soll es zumindest geben. Mit diesen Hylek zum Beispiel als Bewohner oder sonst wen. Da freue ich mich auch schon drauf. Da habe ich bisher auch noch keine in irgendeinem Video gesehen. So, und jetzt sind wir an diesem Leuchtturm, aber... Warte mal, ich hätte da vielleicht hochbekommen. Was ich außerdem sehr interessant finde, man kann unter Wasser angreifen. Aber wenn man normal im Wasser ist, dann kann man das nicht. So, und hier kann ich wohl scheinbar hoch. Wenn ich jetzt hier noch irgendwie vorbeikommen würde. Ja, okay, das geht. Tropenvogel. Das sieht aber deutlich lebendiger aus als damals, ey. Da warst du froh, wenn du mal einem NPC begegnet bist. Ich muss mal ganz kurz schauen hier wegen Steam. Am besten das. So, da bin ich auch wieder. Meine Güte. Also, ihr habt mich die ganze Zeit gesehen, so nicht. Nicht, dass ich irgendwie jetzt vergessen hätte, das rauszuschneiden oder so, sondern das war gewollt. Und das ist der Leuchtturm. Scheinbar. Gibt es Zielübungen? Für wen denn Zielübungen? Egal. Ja, doch, das gefällt mir alles schon sehr gut. Das ist alles sehr geil. So, da hat es auch noch einen anderen Typen hin verschlagen. Der ist Level 10 momentan. Geschwindigkeitssegen. Hallo. Mögen die sechs euch behüten. Er ist im Laufe der Jahre renoviert worden, aber das Fundament und der Mechanismus haben die ganze Zeit über gedauert. Die Götter haben sie beschützt. Jetzt können wir eine freundliche, eine würdige... und eine Wildheit-Antwort geben. Wir machen das natürlich mit Charisma. Mit Charme. Gestattet mir, euch diesen Segen der Sechs zu geben, um zum Dank für eure herzlichen Wörter. Okay, jetzt sind wir etwas schneller. Wir sehen es hier. Geschwindigkeit bei Reisen in der Stadt erhöht. Fürsten so viel zu tun. Mage Mellow oder so. Dorfbewohner. Das ist aber ziemlich eng hier, ey. Da hinten kann man da auch hin. Geil, nach da oben kann man auch hin. Okay, das will ich aber auch noch erleben. Schade, dass man nicht nach ganz oben kann. Scheint wohl nicht zu gehen. So, komme ich denn so ins Wasser? Ich riskiere es einfach mal. Vielleicht sterbe ich jetzt auch. Aber es ging. Ah, gut. Das hätte auch schief gehen können, ey. Weil ich weiß, dass Fallschaden nicht unbedingt angenehm ist.
Also wenn man schon tief fällt, dann kann man auch durchaus verrecken. So ist es nicht. Man kann sich selbst wieder aufstehen lassen. Seit der Presse-Beta geht das. Dass man sich selbst wieder auffällt, eher stehen lassen kann, wie auch immer. Das finde ich auch so cool, dass man unter Wasser was entdecken kann. Und dass man diese Unterwasserwelt... Guck mal, was haben wir denn hier? Dass man diese Unterwasserwelt quasi auch entdecken kann. Und warte mal, das... Aber dann eben auch nur sieht, wenn man unter Wasser ist. Aber warte mal, erkenne ich da vielleicht was? Vielleicht sind das versunkene Fundamente oder so? Was ist der denn da? Achso, das ist ein anderer Spieler. Ich dachte gerade schon. Erkenne ich das? Ich glaube nicht. Nee, ich könnte jetzt nicht sagen, was das früher mal war. Doch, aber ich bin wirklich angetan von Löwenstein. Sieht wirklich sehr geil aus. So, dann möchte ich noch ganz kurz nach hier oben und dann will ich das erstmal für diesen Part beenden. Wenn ich dann noch irgendwie nach oben komme ordentlich, muss ich erstmal hier ganz außen rum. Wir haben aber noch ein paar Karma-Händler. Der hier zum Beispiel verkauft Waffen. Zumindest für Karma. Und nicht diese Handwerksmaterialien, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber hier kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man einfach so mit seiner Gilde ein bisschen chillen möchte, dass man einfach gerne rumhängen kann. Dann schauen wir hier mal ganz kurz. Die hat aber jetzt nur Handwerksmaterialien. Achso, das ist ein ganz normaler Kaufmann. Warum hat die denn eine Karma da drauf? Über ihrem Kopf. Keine Ahnung. Ich gehe nochmal kurz ein bisschen weiter vorne. Also mit der automatisch laufen Taste wegen Chat. So. Und so. Gut. Dann. Wie schnell bin ich denn eigentlich? Ich sehe jetzt auch nicht, wie viel schneller ich jetzt geworden bin. Oh, egal. Schlange. Cool, sogar Schlangen gibt's. Geil. So, dann schaue ich nochmal ganz kurz bei dem Karma-Händler hier. Die besten Preise weit. Na toll. Der hat ja viel zu verkaufen. Sollte ich denn eigentlich Waffen verkaufen? Keine gratis. Na, der hier, aber nur normale Waffen. Ich will diese Karma-Waffen mal sehen. Wir haben jetzt bisher nur diese der Qual-Waffen gesehen, diese großartigen. Jetzt muss ich nochmal hier kurz gucken wegen Chat. Boah, wie viel bekomme ich denn jetzt geschrieben hier, ey? Wie weit bist du denn schon bei Just Cause 2? Ja. Kennst du Forsaken Worlds? Egal, beantworte ich gleich. Während ich am Rendern bin, beantworte ich die gleich. Karomi-Speer. Yuki Ehrenkamm. Beste Grüße. Ah, okay. Kann man hier später noch durch? Nein, das ist kein Tor. Wie komme ich denn jetzt? Oh nein! Bin ganz falsch gelaufen. So komme ich wohl nach da, aber ich muss jetzt hier runter. Hoffentlich überlebe ich das. Ja. Gut, ich muss nämlich eigentlich hier hoch. Egal, funktioniert auch. Ich hätte jetzt natürlich die, ich glaube, Sichtweite noch ein bisschen erhöhen können und so weiter. Was ist das hier? Tiefenschärfe. Ja. Kann man bestimmt irgendwie. Wenn ich automatisch irgendwie alles auf hoch stelle oder so. Vielleicht geht das dann. Aber mit Aufnahme will ich das nicht riskieren und alles Mögliche. Ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Verschiedene Vorsprünge. Kann ich hier noch hoch? Nee. So eine Art, von hier kann man auch ins Wasser springen, ne? Ja, könnte man schaffen. Auch sehr cool. Geschwindigkeitssegen. Hallo. Na, wollt ihr euch einen ordentlichen Sprung wagen? Die Tauchplattform liegt gleich da vorne. I don't think I'm dressed for swimming. Ha, ist noch mal auf Englisch.
Oh ja, ich verstehe, was ihr meint. Aber ihr findet eine Taucherbrille am Ende des Docks, damit seid ihr besser dran. Außerdem könnt ihr ein paar interessante Tricks auf dem Weg nach unten machen. So viele Tricks. Aufsetzen. Ah, da ist wohl... Ach, da ist die Taucherbrille. Da unten, seht ihr sie? Können wir jetzt die Taucherbrille auf? Nein, nicht wirklich, ne? Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Oder nur in der Stadtkleidung? Jetzt kann ich sie nochmal aufsetzen, glaube ich. Mal gedrückt halten. Ich weiß es gerade nicht. Ich will eigentlich gerade zur Stadtkleidung wechseln, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Egal. Jetzt nochmal aufsetzen. Funktioniert nicht. Irgendwie haben wir es schon auf, denke ich. Ah, okay. Ich glaube, wenn wir... Ich will nochmal kurz an Geschwindigkeit sehen. Wenn ich das jetzt nochmal aufsetze, dann geht das vielleicht. Nee, irgendwie ist das kein... Also wir können es wahrscheinlich irgendwie... Nein! Das war doof. Egal, sah trotzdem cool aus. Aber das finde ich sehr geil. Doch, da kann man schon was einiges... Also da kann man sich schon ein bisschen entspannen da oben. Ich werde jetzt aber erstmal die Aufnahme hier wieder beenden. Ich starte dann beim nächsten Mal natürlich wieder genau hier. Und, ja, dann gehen wir beim nächsten Mal auf den Weg nach Götterfeld, wenn das denn möglich ist. Irgendwie hier über die Wälder. Muss mal gucken, dass wir das irgendwie schaffen. Wir sind ja momentan nur Level 3. Wir haben jetzt nicht viel gequestet oder groß Events gemacht oder so. Wir haben uns ja die meiste Zeit nur umgeschaut. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen ändern. Wir brauchen ein bisschen mehr Action. Deswegen geht es beim nächsten Mal los in die Action. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Guild Wars 2. Bis dann. Ciao.